Kein unbekanntes Bild hier. Sieht man es im Hintergrund? Nicht wirklich. Klosterknechtsteden, doch, da sieht man einen Turm rausgucken. Ich bin ja wieder bei Klosterknechtsteden, wo ich letztes Mal, als wir hier waren, jemanden aus dem Ahrtal getroffen habe. Und es war Zufallstreffen. Jetzt sitze ich hier und denke die ganze Zeit drüber nach. Über die ganze Aktion jetzt, was die Dachzeltnomaden, Tibor Schadi, Wilhelm, Theo Huber, Tobi Schott nicht zu vergessen. Ich habe sowieso jetzt wieder irgendwen vergessen. Jetzt ins Leben rufen gerade im Moment. Und der LKW soll am Wochenende dann schon mit Hilfsgütern fahren. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Hier ist ein bisschen windig. Regenradar ist auch schon wieder angegangen. Ihr seht gerade strahlend blauen Himmel. Das konnte man seit 2 Wochen nicht mehr sehen. Aber es ist soweit, das Wetter soll wieder besser werden. Ich finde es einfach schlimm, was für Bilder wir gesehen haben. Aber ich finde es toll, dass diese Hilfe exportierbar ist, weil wir sind ja alle Menschen und vor Ort wird mit Sicherheit werden die Hilfskräfte genauso down sein, wie es im Ahrtal war. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt da ans Rollen kommt. Das wird natürlich alles angefragt von Menschen vor Ort, die da Kontakt haben. Und ich finde es einfach gut, dass man da auch wieder sich solidarisch erklärt und die Sachen, die jetzt hier nicht mehr benötigt werden, wie Bautrockner, runtergefahren werden. Deshalb nochmal, falls noch keiner mitbekommen hat, Tibor nimmt Sachen an für die Ersthilfe, sage ich mal, direkt jetzt nach der Flut in Slowenien und den Nachbarländern. Ihr wisst, was gebraucht werden kann. Gummistiefel, Schippen, Eimer, alles Mögliche in der Richtung. Was aber genau gebraucht wird, hat Tibor schon kommuniziert über einen Post. Also wer sich beteiligen möchte und solche Sachen vielleicht noch zu Hause stehen hat, wer auch flutbetroffen war und das nicht mehr braucht, könnte es ja vielleicht dann weitergeben und dann geht es ins nächste Gebiet. Da wollte ich noch kurz darauf hinweisen, weil ich habe gerade ein bisschen Luft. Wir sind gerade hier am Spielplatz und die Kiddies machen gerade eine Rallye mit. Hier vom Kloster. Hört mal, da gehen gerade die Glocken. Was haben wir denn jetzt? Wahrscheinlich irgendwie halb irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen zeitlos und genieße einfach nochmal die Ruhe vom Sturm. Und sozusagen den letzten Tag schulfrei. Tatsächlich den letzten Tag schulfrei, bevor der erste beginnt. Ihr kennt das, ein neuer Lebensabschnitt beginnt und da sind die Eltern auch ein bisschen nervös. So, deshalb, jeder tut, was er kann. Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiterhin solidarisch zeigen und die vorhandenen Baustoffe, Hilfsgüter wieder abgeben und dementsprechend wandern die dann. Ich meine, Dennis hätte gesagt, 1000 Kilometer mit dem LKW in die entsprechenden Gebiete. Ich würde, aber das muss ich hier noch zu Hause abklären, mich auch bereit erklären, wenn da Menschen oder Leute benötigt werden, die Großmaschinen bedienen können, mich auch zur Verfügung stellen für einen gewissen Zeitraum. Ich würde dann selbst mit dem Auto hinfahren oder mit dem Transporter und was mitnehmen. Und würde mich auch so dann da vor Ort aufenthalten, dass ich keinem zur Last falle, sondern mich selbst versorgen kann. Und dann auch nach kurzer Zeit wieder nach Hause fahren. Allerdings erstmal die Ernte reinbringen, das hat jetzt gerade oberste Priorität. So, 450 Leute schauen gerade zu, ihr seid der Hammer. Ansonsten das ganze Thema, was sonst noch so die letzte Zeit hier präsent war. Ich kann euch nur sagen, es läuft gerade alles sehr, sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich aktuell. Ich bin sehr positiv gestimmt, weil sich viele Sachen gerade tun, die genau in die richtige Richtung gehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich eben jetzt auch mit Menschen zu tun habe, die verstanden haben, was da wirklich passiert ist. Und dementsprechend auch vielleicht... Ach nee, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ihr könnt einfach, ihr kriegt alles mit. Ich werde immer berichten, wenn sich was Offizielles tut,
was ich dann offiziell verkünden darf. Aber wie gesagt, ich bin sehr guter Dinge und habe immer gesagt, das zweite Buch schreibt sich von selbst. Das ist tatsächlich so, es wird jeden Tag mitgeschrieben sozusagen. In dem Sinne, macht's gut und wir hören und sehen uns. Und es hat auch jemand ein Paket geschickt. Das ist immer sehr lieb von euch, wirklich. Da würde ich mich auch für bedanken. Aber bitte, bitte denkt an die Menschen, die betroffen sind und schickt die Sachen dahin. Die brauchen das und da können wir wieder alle zusammen helfen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.